Tja, Leute, was könnte ich euch denn heute erzählen? Krankenwagen, Paket zu stören auf meinem Kopf. Oh, spuckt. Mir persönlich gefällt die Optik nicht. Oh, scheiße. Ich habe übrigens auch umgeparkt. Warum auch immer, habe ich da überhaupt nicht an die Ventile gedacht. Aber jetzt sieht das Ganze wieder schön aus. Hä? Also seid gespannt. Hello Makers, ich grüße euch zu einem neuen Video hier aus dem Startventure Lab. Und heute geht es mal wieder um den Krankenwagen, aber wir sind endlich in der Gegenwart angekommen. Das ist also tatsächlich ein Video, was ich diese Woche erst gedreht habe. Und Leute, ich sag's euch, das macht's für mich so unendlich viel einfacher, weil ich endlich euch das zeigen kann, was auch aktuell gerade hier im Lab, hier am Oscar passiert. Und darauf freue ich mich schon mega drauf, weil so ist die Kommunikation mit euch jetzt viel, viel, viel direkter. Denn teilweise habe ich euch Fragen gestellt und um Hilfe gebeten über Themen, die ich eigentlich schon längst gelöst hatte. Und das war immer so ein bisschen semi-optimal, wenn zwischen dem Dreh von einem Video und der Veröffentlichung 2, 3, 4 Monate Zeit liegen. Und schaut mal hier, kam ein Paket heute an von dem lieben Andreas. Andreas hat mich über Instagram angeschrieben und er besitzt auch einen alten Strobelkoffer und hat diesen zum Wohnmobil ausgebaut. Und von ihm habe ich hier diese Abdeckkappen abgestaubt, weil bei mir auf dem Krankenwagen hier oben waren ja Rundumleuchten montiert und die habe ich natürlich zurückbauen müssen. Und jetzt habe ich hier oben so hässliche Ecken. Seht ihr das? Ja, also das schaut ja so nicht wirklich schön aus hier. Und ich habe hin und her überlegt, was ich mache. Hole ich mir diese Klarglasabdeckung von Strobel direkt, um da vielleicht noch Beleuchtung reinzubauen. Und Leute, für diese Klarglasabdeckung wollten die von Strobel sage und schreibe 750 Euro pro Stück für vorne. Hinten die kosten, glaube ich, so um die 90 Euro pro Stück. Und das war mir einfach zu teuer. Und irgendwie hat Strobel ja eine komische Preispolitik für Privatleute, ist klar, weil Strobel ist eine Firma, die machen normalerweise Ausbauten für gewerbliche Kunden bzw. für Einsatzfahrzeuge. Ja, ich habe schon von einigen anderen gehört, die den Strobelkoffer haben, die diese Abdeckung komplett bekommen haben für rund 450 Euro. Also wahrscheinlich geht der Bestand zur Neige und deshalb diese hohen Preise. Und ganz ehrlich, ich finde diese Klarglashauben nicht so geil, weil die meiner Meinung nach irgendwie die Silhouette vom Fahrzeug zu stören. Und dann kommt noch dazu, dass auch die Klarglashauben hier diesen schwarzen Rand haben. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass man diese Hauben ja zusätzlich noch mit Dichtmasse abdichtet und nicht einfach nur dran schraubt. Und wenn die komplett klar werden, würde man ja diese Dichtraupe sehen. Und das sähe nicht wirklich cool aus. Deshalb noch dieser schwarze Rand. Aber dieser schwarze Rand, vor allem bei einem Fahrzeug, was nicht schwarz ist, sieht irgendwie ja nicht so geil aus. Das sieht aus, als hätte man da irgendwie mit Panzertape da was abgeklebt. Also mir persönlich gefällt die Optik nicht. Weil, schaut mal hier, hier habe ich das ja weiß lackiert. Schaut mal, die Silhouette von dem Dach sieht halt so, finde ich, viel, viel, viel geiler aus, als wenn da jetzt eine Klarglashaube wäre. Und für hinten haben wir halt noch welche gefehlt. Und da kommt der liebe Andreas ins Spiel. Er hat bei sich diese Klarglashauben verbaut und mir dann netterweise die alten Blaulichthauben überlassen. So ganz Plug and Play passt es nicht, weil hier seht ihr, haben wir normale Niete verbaut. Und ich denke, wir müssen hier jede zweite Niete aufbohren, um da eine Blindnietmutter einzusetzen. Aber wir schauen uns jetzt mal an, wie das Ganze hier drauf passt. Und dafür nehme ich euch jetzt wieder mit auf meinem Kopf. Und zunächst einmal setzen wir die Hauben auf, um die Passgenauigkeit zu prüfen. Und das sieht tatsächlich schon sehr, sehr gut aus. Der Eingangsverdacht hat sich allerdings nicht bestätigt. Wir müssen hier keine Niete aufbohren, sondern einfach komplett neue Löcher schaffen. Also fix den Edding aus der gut sortierten Hosentasche gezerrt und die Bohrlöcher erstmal angezeichnet. Der erste Check von unten zeigt, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Doch erstmal müssen die Hauben wieder runter und für das Lackieren entsprechend vorbereitet werden. Dafür schnappe ich mir hier zunächst erstmal Bremsenreiniger und reinige die Teile grob vor. Da das mit der Sprühflasche hier so semi-gut geklappt hat, habe ich einfach den Lappen direkt in den Bremsenreiniger getaucht. Auch die Innenseite versuche ich hier frei zu kratzen von den Lederresten. Das wird man zwar später eigentlich nicht sehen, aber ich möchte hier eine gute, saubere Klebefläche schaffen, damit das Ganze auch wirklich sauber abdichtet. Auf der anderen Seite gestaltete sich dieses Prozedere deutlich einfacher, da hier der Lederstreifen noch vollkommen intakt war und sich fast in einem Stück entfernen ließ. Vor dem Abschleifen gab es dann noch einen letzten Reinigungsgang mit Alkohol, um das Ganze zu entfetten.
Natürlich macht ein abschließendes Entfetten nur Sinn, wenn man auch Handschuhe anhat, weil man so mit den Fingern immer wieder Fett draufbringt, aber für den ersten Schleifdurchgang ist das so vollkommen ausreichend. Verwendet habe ich hier ein Schleifgitter mit 240er Körnung und ich glaube, ich habe das schon mehrfach erwähnt in den Videos, aber ich bin mit diesem Schleifer wirklich mega, mega gut zufrieden. Wie ihr hier sehen könnt, fällt nahezu überhaupt kein Schleifstaub an, was wirklich mega, mega gut ist. Man braucht hier also nicht extra eine Atemschutzmaske und muss danach auch nicht die Werkstatt gleich komplett wieder säubern. Das Teil ist zwar auch entsprechend teuer, aber für mich hat sich da wirklich jeder Cent gelohnt. Ich kann das Ding wirklich nur empfehlen. Link dazu packe ich euch wie immer in die Videobeschreibung. Und dann kann es auch schon ans Lackieren gehen. Verwendet habe ich hier den Mercedes-Benz Farbton 9147 von der Marke Normfest. Und vorher habe ich das Ganze noch hier mit diesem 1K-Multiconnector ebenfalls von Normfest grundiert. Und natürlich solltet ihr eure Schutzhandschuhe auch vernünftig anziehen. Hier hatte ich kurz das Problem, dass ich mir an die Fingerkuppe vom Handschuh gesprüht habe und so ein paar fette Tropfen auf dem Bauteil gelandet sind, was natürlich ärgerlich ist, weil man diese im Nachhinein wieder wegschleifen muss. Und während die Lackierung trocknet, habe ich mir hier schon mal die Nietzange vorbereitet und Leute, ich kann euch sagen, mit diesem Werkzeug habe ich echt einen absoluten Fehlkauf geleistet. Weil wie ihr sehen könnt, ist diese Zange wie ja, so eine Gartenschere, die man so zusammendrückt. Und Leute, wenn ihr nietet, ja, dann ist das natürlich von der Kraftaufteilung her mega, mega schlecht. Und meine Empfehlung geht hier ganz klar zu dieser klassischen Einhand-Blindnietzange. Damit seid ihr deutlich besser bedient. Nachdem die Löcher alle gebohrt waren, bin ich zunächst erstmal wieder rein und habe die zweite Schicht lackiert, also den eigentlichen Decklack aufgebracht. So lässt sich die Zeit wirklich optimal nutzen und man kann wirklich in relativ kurzer Zeit auch so eine Baustelle mit Lackierung sehr schnell abarbeiten. Am Kraftfahrzeug habe ich mir angewöhnt, die Blindniete immer auch noch so ein bisschen mit Karosseriedichtmasse einzuschmieren. Ganz einfach, weil die Schutzschicht, wenn man bohrt, an diesem Bohrloch beschädigt ist. Klar, wir haben hier eine Aluminiumkarosse, deswegen fällt das nicht ganz so ins Gewicht. Aber ich habe mir das einfach angewöhnt, einfach um dieses Bohrloch auch wieder schön zu versiegeln. Ja, und hier seht ihr auch schon das ganze Elend. Seht ihr, wie weit die Arme voneinander entfernt sind? Und das müsst ihr jetzt mit reiner Muskelkraft zusammendrücken und das auch noch auf der Leiter stehend. Also diese Nietzange ist einfach wirklich nicht unbedingt mein Lieblingswerkzeug im Sortiment. Aber wir haben hier noch ein ganz anderes Problem. Dass das Ganze hier so abreißt, kennt man ja von Blindnieten eigentlich, aber nicht unbedingt von Einnietmuttern. Denn diese sollten eigentlich nicht so ausreißen. Wenn das bei Einnietmuttern passiert, dann heißt das, dass wir hier gerade das Gewinde rausgezogen haben. Bei Alunietmuttern passiert das relativ schnell, weil das ein sehr weiches Material ist. Hier allerdings habe ich Edelstahl verwendet und das sollte eigentlich hier diese herrschenden Kräfte aushalten. Und als ich dann hier die fertig lackierte Kappe aufgesetzt habe und die Schrauben einschrauben wollte, hat sich auch mein Anfangsverdacht bestätigt. Die Gewinde waren wirklich alle hinüber. Ihr seht, wie schwer sich hier diese Schrauben einschrauben lassen. Also musste ich jedes einzelne Gewinde noch einmal neu nachschneiden, was wirklich super nervig und sehr viel Zeit gekostet hat. Damit die Schrauben am Ende auch bündig mit der Haube abschließen, habe ich die Bohrlöcher auch noch angesenkt. So Leute, die Abdeckungen sind drauf. Und ich finde, das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Das sieht jetzt viel, viel schöner aus. Leider passt ja auch die Farbe nicht so ganz. Ich habe zwar Mercedes-Benz weiß bestellt, aber weiß vergilbt halt mit der Zeit und das Auto ist Baujahr 2008. Hat also viel, viel Sonne gesehen und ja, das sieht man hier entsprechend auch an den Kappen. Ist aber nicht so schlimm, weil wir das früher oder später sowieso alles noch bekleben werden. Von daher kann ich damit erstmal gut leben. So, und da nur diese Abdeckkappen für ein Video vielleicht ein bisschen wenig Material ist, würde ich sagen, zeige ich euch gleich mal noch so ein bisschen ja, die generellen Schönheitsupdates, die ich hier am Krankenwagen gemacht habe. Hier am Heck gab es ja auch einige Probleme. Zum einen auch hier dieses Rücklicht, da wurde wahrscheinlich beim Verladen oder so irgendwie mal aufgesessen hier unten
und das Rücklicht war defekt. Ich mache euch mal ein paar Bilder rein. Ja, und das habe ich tatsächlich bei Real gekauft. Und ihr seht schon, ich habe es in der Hand. Das hier sind hier oben diese Leuchten. Die habe ich auch neu gemacht, weil, schaut mal warum. Fällt euch da was auf? Die Seite hier sollte eigentlich rot sein und die Seite hier orange. Leider ist hier innen die rote Farbe abgegangen, so dass immer wenn ich gebremst habe, hat das halt gelb geleuchtet. Und das hat mich halt so ein bisschen gestört, abgesehen davon, dass es ja auch so nicht regelkonform ist. Deswegen habe ich auch die Dinge neu bestellt, hier oben. Die gibt es nach wie vor zu kaufen, aber jetzt sieht das Ganze wieder schön aus. Eine weitere problematische Stelle waren hier diese Radläufe. Und das habe ich auch neu gemacht, wie das seht ihr jetzt. Ja, im ersten Arbeitsschritt müssen hier die Plastikabdeckungen erstmal ab. Und die sind nur geklipst und lassen sich eigentlich relativ leicht nach vorne abziehen. Und Leute, schaut mal, wie viel Dreck sich hier dahinter befindet. Das sind immer kritische Stellen für Rost, weil überall, wo Dreck sich ansammelt, kann sich auch Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum halten. Und wenn da der Lack beschädigt ist, zum Beispiel durch diese Bohrlöcher oder durch Klipse, die beim Rein- und Rausziehen auch durchaus mal den Lack beschädigen können, dann ist Rost vorprogrammiert. Auch den Schmutzfänger hier am Rad müssen wir vorher abschrauben. Und auch unten am Schweller befindet sich eine Schraube. Meist ist dieser Schwelleransatz unten auch noch zusätzlich mit Karosseriedichtmasse verklebt, weshalb hier ein paar Hammerschläge nötig sind, um das auch zu lösen. Dann ist hier oben, glaube ich, noch ein oder zwei Schrauben, die ihr wegschrauben müsst. Und ganz oben befinden sich auch noch zwei Niete, die ausgebohrt werden müssen. Also hier einfach den Nietkopf wegbohren, sodass ihr den Rest des Niets einfach mit einem Austreiber nach hinten rausschlagen könnt. Dann könnt ihr das Ganze auch schon abnehmen. Mercedes hat hier echt mitgedacht, den Kotflügel so zweiteilig zu machen. Denn so muss man nicht den ganzen Kotflügel austauschen, sondern kann hier nur die kritische Stelle wechseln. Und schaut mal hier, das Ganze ist wirklich nicht mehr zu retten. Das ist so schon fast durchgerostet. Da hilft wirklich nur ein Neuteil. Hier sind jetzt auch noch ein paar Klipse von den Plastikverkleidungen. Die machen wir raus, weil diese werden wir später wiederverwenden. Und auf einen ersten Blick kann Entwarnung gegeben werden. Der Schweller als solches hier hat wirklich noch nicht viel Schaden genommen und lässt sich ganz einfach mit einer Drahtbürste abschleifen und das Ganze wird dann neu mit Rostschutz versiegelt, wie hier auf der anderen Seite bereits geschehen. Dann kommt auch hier wieder unser nicht passender Mercedes-Benz-Lack zum Einsatz. Wenn möglich, hänge ich mir hier diese Bauteile sehr gerne an Draht auf, weil so kommt man wirklich von jeder Seite ran und muss hier nicht mehrmals lackieren, sondern kann alles in einem Rutsch erledigen. Ja, leider gibt es auch hier so einen kleinen Farbunterschied. Aber auch das ist nicht schlimm, weil ich habe mir überlegt, dass ich diese Kante hier aufgreifen werde und die bis hinten durchziehe. Und alles unterhalb mit Raptor-Lack lackiere, weil davon habe ich nämlich noch einiges da für den Unterboden von Brett. Und ich glaube, das kommt ziemlich nice. Ich habe übrigens auch umgeparkt. Der Oscar steht jetzt hier hinten im Grundstück. Ich habe heute auch nochmal richtig schön die ganze Karre abgekerchert. Hier steht noch überall das ganze Kercherzeug rum. Ich muss nachher erstmal wieder ein bisschen aufräumen. Und ich bin hier megamäßig zufrieden mit dem neuen Plätzchen. Schaut euch das mal an. Hier schön wieder mit Terrasse vorher. Und vorher standen wir hier auf dem Weg, aber dann guckt man halt immer so aufs Lab hinten durchs Fenster raus. Und meine Freundin sitzt auch immer auf der Schaukel in der Tür. Und wenn sie halt da sitzt, dann klotzen halt hier immer alle. Ja? Das sind immer alle hier, die hier vorbeifahren, sind am Klotzen. Und das ist irgendwie so ein bisschen unangenehm. Und deswegen haben wir den Oscar jetzt hier so ein bisschen schräg geparkt. Und schaut mal, wie geil bitte sieht das denn aus. Ich kann euch nur sagen, ich habe noch nie besser gewohnt. Ich fühle mich gerade sowas vom Pudelwohl in der Karre. Und wenn du denkst, das Video ist vorbei, dann habe ich hier noch schnell ein Ei. Und zwar habe ich in der Zwischenzeit auch noch mal eben schnell den Oscar neu lackiert mit Raptor-Lack. Und zwar nur den unteren Bereich. Ihr seht das hier, die Stoßstange. Und ich habe hier die Linie von diesen Plastikabdeckungen genutzt und habe die hier bis hinten rundherum
durchgezogen. Jetzt steht leider die Leiter hier davor. Aber ich finde das Endergebnis wirklich sehr, sehr nice. Sieht jetzt nochmal viel, viel frischer, viel neuer aus, das Fahrzeug. Und ja, mit dem Raptor Lug hat das wirklich super funktioniert. Einzige Manko ist, es ist ein bisschen fleckig. Ganz einfach, weil ich leider nur eine Schicht Raptor übrig hatte von einem anderen Projekt. Und normalerweise hätten zwei Schichten drüber gemusst, damit das Ganze nicht so fleckig aussieht. Und bei der Gelegenheit habe ich auch gleich noch meine Ventile getauscht, weil ich habe irgendwo in der Facebook-Gruppe gelesen von jemandem, der bei sich im Van diese Gummiventile verbaut hatte. Das sind die ganz normalen Standard-Gummiventile, diese TR413, die standardmäßig so an ziemlich jedem Fahrzeug verbaut werden. Das Problem an den Teilen ist, dass die nur bis 3,5 bar zugelassen sind. Und am Transporter sind die Drücke ganz oft bei 3,5 bar oder auch wie bei mir am Hinterreifen sogar auf 4,5 bar Luftdruck. Und dafür sind diese Ventile eigentlich nicht zugelassen. Da gibt es hier und da immer mal wieder Berichte, so auch wie gesagt der User in dieser Facebook-Gruppe, dem so ein Ventil weggeflogen ist auf der Autobahn und er deswegen liegen geblieben ist. Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, die Ventile zu wechseln. Ich hatte die Reifen ja schon mal abgezogen, weil ich die BF Goodrichs drauf gemacht habe. Warum auch immer habe ich da überhaupt nicht an die Ventile gedacht. Normalerweise wechsle ich die immer direkt mit, aber irgendwie war ich so aufgeregt, wollte unbedingt diese Reifen drauf haben, dass ich die Ventile einfach drin gelassen habe. Und ich habe dann mal bei mir geschaut und siehe da, es waren tatsächlich diese Gummiventile verbaut. Und eins davon war sogar schon ziemlich porös, weshalb ich mich entschieden habe, die Reifen einfach nochmal abzuziehen und neue Ventile einzubauen. Und bei mir war das so, dass vorne die Gummiventile verbaut waren, die bis 3,5 bar zugelassen sind. Und vorne auf meiner Vorderachse fahre ich auch diese 3,5 bar. Aber selbst da ist mir das ein bisschen zu wenig Sicherheitsspielraum. Klar, sicher, die sind bis 3,5 bar zugelassen. Also halten die auch mindestens wahrscheinlich das Doppelte an Druck aus, weil die Sicherheitstoleranzen sehr hoch gegriffen sind. Aber ich wollte einfach auch nur mal sicher gehen. Und hinten hatte ich dann tatsächlich diese Ventile hier verbaut. Und das sind so kombinierte Gummi-Metall-Ventile, die quasi die Vorteile von Gummiventilen, nämlich dass man diese einfach nur reinsteckt, mit dem Festigkeitsvorteil von Schraubventilen kombiniert. Ihr seht das, hier ist so eine Metallplatte und hier, das sind diese grünen Alligatorventile. Die habe ich auch wieder neu reingemacht mit diesem grünen Ring drumherum. Und hinten an der Hinterachse waren diese Ventile schon verbaut. Aber schaut mal hier, seht ihr das, wie porös das hier schon ist? Also das war wirklich höchste Eisenbahn, das auszutauschen. Also habe ich, denke ich mal, hier die richtige Entscheidung getroffen. Und achtet bei euch mal am Van drauf. Ich habe gehört, dass ganz, ganz viele Hersteller ihre Fahrzeuge serienmäßig mit den Gummiventilen ausgestattet sind. Ich will das Risiko einfach nicht eingehen wegen solchem Scheiß hier, eigentlich Pfennigartikel. Kosten nur ein paar Euro mehr, deswegen halt liegen zu bleiben oder im schlimmsten Fall sogar einen Unfall zu bauen. Und ich packe euch den Link zu den Ventilen einfach mal in die Videobeschreibung. Wenn ihr sowieso demnächst irgendwie mal eure Reifen tauschen solltet, ist das sicher ein Punkt, den ihr beachten könnt. Aber das nur mal am Rande erwähnt. So Freunde, damit sind wir auch schon wieder am Ende vom heutigen Video. Es war heute mal so ein bisschen unstrukturiert, viele Baustellen, viele kleinere Baustellen haben wir heute mal abgearbeitet, aber das liegt auch ganz einfach daran, dass wir halt langsam am Ende vom Projekt Oscar stehen. Und eigentlich fehlt jetzt nur noch ein etwas größeres Video, nämlich das Thema Elektrik. Das müssen wir mal schauen, wann ich euch das liefern kann, weil wir gehen jetzt tatsächlich erstmal mit dem Oscar auf Tour. Das Ziel ist es, nach Italien und Kroatien zu fahren und da ja so ein bisschen Urlaub zu genießen. Deshalb weiß ich auch noch nicht, wie die Videos jetzt die nächsten Wochen aussehen werden, ob ich Internet habe, ob ich Lust habe, Videos zu schneiden. Das werden wir dann sehen, kann ich euch leider jetzt nicht versprechen. Aber danach steht abschließend die Roomtour vom Oscar an. Und dann möchte ich auch wieder eher so Thema Werkstatt und vor allem auch neue Themen angehen. Weil, schaut mal hier im Hintergrund, da steht schon die riesen Konferenztafel, weil zurzeit viele Meetings und geschäftliche Treffen anstehen, weil wir haben demnächst wirklich
einiges vor. Und bevor das 1000 Abonnenten-Special rauskommt, möchte ich eigentlich mit dem Thema Vanlife und Oscar so ein bisschen abgeschlossen haben. Aber ich habe schon gemerkt, das Thema kommt bei euch jetzt nicht so gut an. Ihr wollt eher so Werkstatt sehen. Wenn ich dann wieder zurück bin aus dem Urlaub, werden auch erstmal wieder verstärkt Werkstattthemen kommen, weil da habe ich, glaube ich, noch so einiges zu erzählen zu dem einen oder anderen Thema. Und diese Werkstattvideos, die bekommen deutlich mehr Klicks als jetzt das Oscar-Projekt. Und das werde ich auch in Zukunft dann mehr berücksichtigen. Das war es erstmal fürs heutige Video und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, ciao.